So, hallo und herzlich willkommen. Battlefield Pleasure Free schon wieder, wie immer. Eh das gleiche. Und heute auf Kackend spielen wir da. Aha, wir lost the Firebase, natürlich. Heute auf Kackend. So, was war das jetzt? Okay, spielen wir mit der A1. Autsch, naja, toll. Immer diese Panzerfahrzeuge gleich am Anfang da. Mit der A94 Attachments haben wir drauf. Den Rapid Red Aim Dot, Viper Magazine, Predator Love und taktischen Schaft, würde ich sagen einmal. Hört sich ganz gut an. Falls nicht, werde ich das eh dann noch richtig stellen. Irgendwie halt. Man sieht schon, die AMK ist sehr präzise. Der Dreischuss-Salven gibt sie ab. Natürlich sehr vom Vorteil. Und ja. Schlecht ist sie auf keinen Fall, würde ich einmal sagen. Man kann auf jeden Fall was damit anfangen. Und deswegen. So, jetzt treffe ich da wieder nichts mehr, heißt. Okay, da war jetzt der Sniper. Na gut, campen soll man nicht, das ist eh klar. Deswegen werde ich jetzt auch wieder da nicht mehr campen. Das, okay, wunderbar. So, aha, da sind wir schon wieder da. Das ist ja wieder der perfekte Ort. Immer diese Einladungen da. So. So, was ist da los? Da rennen überall die Typen herum da. Schauen wir da mal nach vorne. Oder doch eher wieder da rein. So, da war nämlich irgendwo bei einer, aber der ist jetzt ewig. Na gut. Aha. Perfekt. So, Autsch, das tut natürlich nicht so gesund. Aber wurscht, wir schauen. Aha, der ist ewig. So, was ist da jetzt los? Den haben sie uns da. Den Posten weggenommen. Den haben wir auch erwischt. Gut. Also ein 94 Abakan, wie sie richtig heißt. Sehr empfehlenswert, wie ich sagen würde. Mit 3 Schuss Salven machen das Geschütz natürlich sehr genau. Sag ich jetzt einmal einfach so. Beweisen kann ich es natürlich nicht, aber. Es wäre halt logisch irgendwie anzunehmen, dass, wenn die Salven kürzer sind, man genauer trifft. So. Aber gut, soll sich ja eh wie immer jeder selbst ein Bild davon machen. Davon. Da will ich gar nicht so viel da herum plappern. Aber ja. So. Aha, okay, der ist weg. Na gut, soll mir auch recht sein. So, da ist eh keiner, wie es ausschaut. Passt, perfekt. Dann haben wir auch noch erledigt. So, gut, wir schauen, dass wir da nicht ständig am selben Fleck sitzen. Da nach vorne. Da nach vorne wollte ich gerade sagen. So. Und holen uns einmal, wird was ich sagen. Den Posten da. Entschuldigung, dass ich da jetzt halt etwas gespawn-killed habe. Aber ich wollte da zu diesem Posten her, so Arsch, das tut weh. So. Okay, naja, geht ja nicht ewig so dahin.
Aber immerhin, wir haben dort einmal die Waffe da jetzt ausprobiert im ersten Durchlauf, also eigentlich schon im zweiten Durchlauf, kann man fast sagen. Und ich muss sagen, sie überzeugt mich schon recht, muss ich sagen. Also jetzt habe ich da, muss ich sagen, dreimal verwendet, glaube ich. Das reicht jetzt halt. Das reicht auf jeden Fall aus. Gut, was haben wir hier noch anzubieten? Gar kein Mensch da. So, dann haben wir noch erledigt. Okay, der nicht mehr, nein, kann man nichts machen, gell? Okay, das wird nichts mehr. Perfekt, dann haben wir auch noch den Erledigten. Müssen wir natürlich schauen, dass uns da jetzt von hinten da keiner überrascht, so wie der Typ da zum Beispiel. Ich würde auch fast trauen zu wetten, dass man. Mit der AN auch relativ mehr Headshots macht als mit einer normalen Waffe, würde ich es einmal so annehmen. Aber das ist natürlich wieder nur mein Eindruck. So, mir fällt ehrlich gesagt gleich der Finger auf am Drücken, weil man, da muss da so oft drauf drücken, das ist ein Wahnsinn. So, jetzt bin ich ja tot. Naja, gut, kann man eh nichts machen. 29-4, das ist ein schönes Ergebnis, würde ich sagen. Was haben die Gegner so? 15, okay, eigentlich auch nicht so schlecht jetzt hat. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, ob die Waffe jetzt gut ist. Aha, da geht's zu mal 3. Ich sehe. Aha. Na toll, okay, das war natürlich wieder eine Blitzkneißer-Aktion, also was anderes erwarten wir auch von mir nicht. Aber na gut. So. B-Ruf, aha. Wo ist da wer am Ruf? Sehe ich jetzt aber keinen auf den ersten Blick. So, gut. So, okay, das gibt's ja nicht, heißt. Kann's ja nicht sein, ich hätte mich da vielleicht eher ducken müssen, ein Stückchen da. Aber naja, ist ja wurscht. Scheiß drauf. Wir sind eh schon wieder. Aha, bei unserem coolen Sniper. Spawnpunkte. So, immerhin haben wir den noch erwischt. Perfekt. Haben wir auch erwischt, wunderbar. Schaut ja relativ gut aus da. Wir gehen da jetzt nach unten, würde ich sagen. Dass wir da nicht wieder zu viel Spawn, nicht zu viel Dings machen da. So, dann haben wir da Rache gemacht. Das ist natürlich sehr gut. So, der ballert mich da ab. Da hat er da oben. Das geht natürlich nicht. Perfekt, dann haben wir immerhin erwischt, oder hinten ist der geht. So, und von hinten, okay, das. Na gut, der ballert herum wie ein verseuchter Putzlappen. Sagen wir mal so. So, jetzt haben sie uns eh alles weggenommen, schlussendlich. Das ist natürlich sehr toll, aber wir haben noch eine durchaus realistische Chance, dass wir da irgendwas gewinnen. Die muss Bram. Ich werde versuchen, dass wir da das noch einnehmen. So, aber na gut, das kann man natürlich 37-8 nicht verantworten. Das Joy Bray, wie man immer dann das ausspricht, keine Ahnung. Naja, eine Runde geht sich noch aus, würde ich sagen. Wir haben verloren, verdammt. Na gut. Kann man nichts machen. Kann man echt nichts machen. Naja. Gut. Zur Killer. Okay. Wir warten kurz ab und spielen natürlich noch eine Runde. Die neuen Waffen zeige ich immer extra lang her. Also zumindest versuche ich das. Ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut, wann ich angefangen habe. Aber ja, scheiß drauf, ist ja wurscht. So, da sind wir schon wieder. Fahren wir nach vorne. Und gehen dann da die Stiegen rauf.
Die Treppe, nicht die naja, ist ja dasselbe Strecke, Stiebe, Stiege, Stiebe, Stiege, Stiebe, gut. Was? Fettenbier? Okay. Naja. Schauen wir mal da noch oben. Gut, dann haben wir erwischt. So mal einer. So, okay, das war wieder ein Scheiß jetzt da. Na gut, immerhin. Aguilac, der ist halt, glaube ich, nicht so schlecht. Schätze ich einmal, zumindest hat er vorher ein halbwegs gutes Ergebnis gehabt. So, der PCMse, was ist das für ein Typ? Der ist eh gar nicht mehr da. Wie es ausschaut. So, ich schau da gleich einmal. Perfekt. Autsch, 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 das tut weh. Na gut. Immerhin haben wir noch zwei erwischt. Das ist ja besser als nix. Wie heißt der Server? gbf.com ist die Adresse. Oder sowas in der Richtung. So. Den DSG Super Medic, der war da, aber ist jetzt nicht mehr. Okay. Na gut. So, Arsch, wer schießt mich da schon wieder ab? Das gibt's ja wohl nicht. So, schauen wir, dass wir da was weiterbringen. Optimus Prime. Okay. So, da vorne ist wieder so ein blödes Fahrzeug. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht recht jetzt. Schmeißen wir da einmal sowas her da. Verdammt, okay, gut, kann man nichts machen. 4:3, das fand ich nicht ganz so gut an, aber das macht ja nichts. Das macht ja eh absolut nichts aus. So, wir sind wieder da. Ich werde wieder den anderen wegnehmen, weil der irgendwie meiner Meinung nach besser ist. Zura Killer, den haben wir. Der war doch vorher, glaube ich, Nummer 1. Naja, passt eh. Wenn er es unbedingt will. Gut, wir schauen darauf. Den B-Posten haben wir in der Tasche. Sehr gut. Sie gehört auch uns. Das ist natürlich sehr lobenswert. Und unsere Teamkollegen da. So. Den haben wir erwischt. Gut, wir gehen darauf. Schauen wir da. Machen wir einen kleinen Absticher da nach oben. Da fährt wieder so ein scheiß Fahrzeug herum. So. Perfekt. Haben wir erwischt. Wunderbar. Da kommt eh kein Mensch daher, so wie es ausschaut. Können wir da ruhig etwas aufräumen von hinten. Das Fahrzeug, das ist blöd, aber was soll's. Da ist eh noch keiner da. Perfekt. Okay, das ist wunderbar. So, okay, das war jetzt blöd. Naja, gut, kann man nichts machen. Er hat uns den einen da erledigt. Das ist natürlich sehr schön. Wir sind dieses Mal auch sehr am Gewinnen, so wie es ausschaut. Schauen wir da. So. Da hast ein Bäckchen für dich. Extra geschenkt von mir. Naja, gut. Dann haben sie erledigt, passt perfekt. Wunderschön, Bogenjäger haben wir erwischt. Okay, dann haben wir auch noch den Zura-Killer. So, Optimus Prime haben wir auch erwischt, perfekt. So. Laden wir da kurz einmal nach, würde ich sagen. Und wenn euch die AN
94 gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben. So, das war jetzt ein Scheiß. Gut, wunderbar. Okay. Der Jobre, oder Jobre, wie man dann das ausspricht, 17,5, das passt, das ist ein schöner Durchschnitt. So. Geile Legs, naja, gut, okay, wenn er das sagt, dann klammern wir es ihm halt. So. Okay, na gut, L85 ist auch nicht schlecht, habe ich eh schon mal let's played. Aber kam bei euch anscheinend nicht so gut an, deswegen habe ich sie dann auch kein zweites Mal. So, Autsch, das tut natürlich weh. Das mag ich nicht so gern. So, und schon wieder der Jobre. Na gut. Ist ja wurscht. Mit seiner L85 auch kein Problem. Haben wir eh gleich wieder da. Erinnern. So, er sollte eigentlich noch irgendwo da sein, wenn es wahr ist. So, da vorne kommt auch einer. Einer herein, würde ich sagen, nicht einer. So. Gut. Bogenjäger haben wir erwischt. Aha, da kommt ein Panzer, wie es ausschaut. Na gut, das war wieder ein Traum, ein Wahnsinn. Sich da wieder so einen Scheiß baut, also Optimus Prime ist wieder mit seiner blöden MG36 da hereingesprungen. Naja, kann man nichts machen. So, wir schauen, der rennt da oben herum. Aha, gehört sich mal wieder irgendwo. Game over, PL, sehr gut. So, das Match ist gleich zu Ende, hoffentlich bald. Weil sonst verlieren wir noch. So, genau, super, wunderbar. Das liebe ich. Ich liebe dir. Wunderbar, so. Und das schön, aha. Wir sind da jetzt, schmeißen wir ihnen da so ein Bäckchen her, da, weil das können sicher gut gebrauchen. So, da vorne ist so ein Sniper-Typ. Perfekt. Perfekt, den haben wir auch noch erwischt. Schauen wir da etwas nach vorne. Ich hoffe, der Sniper ist jetzt nicht mehr da. Perfekt. Den haben wir noch erwischt. So, und der mit seiner blöden L85 da, hörst, ich kriege einen narischen. Bringt's doch den Typen endlich um, hörst. Der darf doch nicht frei herumlaufen, oder? Das kann's echt nicht sein. So. Dass der noch immer lebt. Haben sie jetzt. So, das gibt's ja nicht. Und noch einmal, heißt, das ist ein Wahnsinn, heißt. Dass das möglich ist überhaupt. Naja, kann man nichts machen, gell? So, jetzt haben sie ihn endlich umgelegt. Wunderbar. So. Wieder fast tot, heißt. Zum Schluss habe ich da jetzt mit dem Ballern da etwas blöd. So, genau. Mörserschlag auch noch dazu, wunderschön. Ich liebe es, wirklich, ich liebe es. So, da sind wir wieder. So, genau, zur Killer auch noch mit der M27, wunderschön. So, 26,11, das hat mir jetzt etwas das Ergebnis versaut. Naja, wurscht. Wir haben fertig, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, schauen wir uns das Ergebnis noch an. 26,11 passt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.